Nachdem ich mir vor 5 Jahren eine Arri Alexa gekauft habe, habe ich gemerkt, dass dieses Manfrotto-Stativ allerdings für die Alexa nicht mehr ausreichend ist. Also man kann sie zwar draufstellen und es hält vom Gewicht her, man kann sie auch einstellen, ohne dass irgendwas umfällt, man kann allerdings nicht mehr wirklich schwenken und auch nicht mehr richtig kippen. Sowohl die Counterbalance ist viel zu wenig, als auch generell die Alexa ist, wenn sie ein bisschen gerickt ist, also sprich ein Objektiv drauf hat, einen Akku und einen Monitor, ist sie einfach schon viel zu schwer. Und richtig schön mitschwenken, damit das geht so und so nicht. Ja, somit habe ich mich auf die Suche nach einem Stativ gemacht und habe mal ein bisschen so geschaut, was ist denn so der Industriestandard, was haben Leute für solche Kameras. Und ganz klassisch, vor allem in Amerika, findet man überall das O'Connor 1030. Das hätte ich gerne, das ist wahrscheinlich das Geilste in dieser Klasse. Allerdings kostet das auch 10.000 Euro oder so. Also viel zu viel, das hätte ich nicht ausgeben wollen. Das ist lustig, man kauft sich eine teure Kamera und spart dann beim Stativ, aber so ist es halt. Bei mir war es dann so, dass ich die ersten paar Jahre einfach immer ein Stativ gemietet habe, wenn ich mit der Alexa gedreht habe. Meistens habe ich die Alexa ja für Projekte verwendet, wo ich eh beim Lichtverleih war, in dem Fall beim Dangle. Und wenn ich dort Licht mitgenommen habe, dann habe ich auch gleich ein Stativ mitgenommen. Das war in dem Fall ein Sachtler 25 Stativ mit Beinen. Und das fand ich ganz gut, das war jetzt zwar ein bisschen riesig mit 150er Halbschale, war ein bisschen für das Setup, wie ich die Alexa hatte, ein Overkill, eine 100mm Schale hätte auch gereicht, also 100mm Kopf. Aber ja, das war das, was es beim Dangle gab und das war günstig da zu kriegen und das habe ich mir immer wieder geholt. Und habe immer wieder dann gesucht nach irgendwo Angeboten oder so. Ich habe mir ein paar Mal dann angeschaut, andere Sachtlerstative, die in der Gewichtsklasse waren, wie ich es gebraucht hätte, also irgend sowas dazwischen, zwischen einem 25er Kopf und eben dem Manfrotto-Schaß. Nichts gegen Manfrotto. Aber das war mir dann irgendwie auch zu teuer. Ich habe die Alexa nicht so oft verwendet, dass ich irgendwie mir gedacht habe, ich brauche das. Und ja, jetzt muss ich mich bei der Firma Sachtler bedanken. Das erste Mal auf Video. Denn die Firma Sachtler hat vor ein paar Jahren was Neues rausgebracht, nämlich diese Flowtech Beine. Ich zeige euch das dann nachher noch auf Fotos und auch jetzt beim Stativ. Das war eine ganz innovative neue Technik. Da kam Sachtler zuerst mit einer 75mm Schale raus und dann mit einer 100mm Schale. Und als sie die 100mm Schale für die Beine eingeführt haben, haben sie auf Instagram ein Gewinnspiel gemacht. Und so haben sie gebeten, dass man mit Raute Sachtler Systems seine Bilder taggt, wenn man Sachtler-Stative im Einsatz hat. Und ich habe mit der Alexa dieses Bild hier gepostet. Das ist eben das Stativ vom Dangle. Ja, und Sachtler hat dann 5 Stativbeine verschenkt. Und zwar haben sie eine Woche lang, also Montag bis Freitag, jeden Tag einen Namen gepostet von jemandem, der ein Bild getaggt hat. Und haben gesagt, der bekommt dann ein Stativ. Und ich habe da mitgemacht, habe 3 Bilder eingereicht. Das eine, was ich euch gezeigt habe, und noch 2 andere aus der Serie. Und so wie immer in meinem Leben habe ich natürlich nicht gewonnen. Den ersten Tag, den zweiten Tag, den dritten Tag, den vierten Tag, den fünften Tag sind andere Namen aufgetaucht. Und ich habe mir gedacht, hey, schön für die Leute, so wie immer, ja. Dann ist ein bisschen Zeit vergangen und nach etwa 4 bis 5 Wochen bekomme ich eine E-Mail von einem Repräsentanten von Sachtler, der ja, mich fragt, wie ich denn mit meinem neuen Stativ zurechtkomme und ob ich eventuell ein Interview geben würde, wie das in meinen Workflow halt eingepasst ist. Habe ich ihm zurückgeschrieben, das ist sehr lieb, dass er nachfragt. Ich würde ihm da auch gern weiterhelfen, aber da ich nicht gewonnen habe, kann ich ihm auch nicht weiterhelfen, weil ich habe kein Stativ bekommen. Daraufhin hat er sich entschuldigt und hat gemeint, da war wohl eine Verwechslung. Ich soll ihm aber für alle Fälle nochmal meine Adresse schicken. Habe ich ihm meine Adresse geschickt, nichts mehr von ihm gehört. Für 2 Wochen. Nach 2 Wochen hat es nämlich an der Tür geläutet. Und liebe Leute, der Postbote hat das gebracht. Ein Flowtech 100 Stativ, also nur die Beine, gratis von Sachtler. Vielen herzlichen Dank nochmal. Ich sag's ganz ehrlich, diese Stativbeine sind mir viel, viel, viel zu teuer, dass ich sie mir jemals gekauft hätte. Die kosten nämlich um die 3.000 Euro, nur für die Beine. Und um einen gescheiten 100mm Kopf nochmal dazu zu kriegen, zahlt man neuwertig nochmal 3.000, 4.000 Euro. Aber da ich es geschenkt gekriegt habe, wofür ich sehr dankbar bin, bin ich jetzt in Zugzwang gekommen, mir einen Kopf zu kaufen, weil ich kann ja die Beine alleine nicht verwenden. Und verkaufen wollte ich sie jetzt auch nicht, wenn man schon mal sowas Geiles hat.
Und dann habe ich länger gesucht und habe mir gebraucht einen Sachtler 18P Kopf gekauft. Das ist so ein 100 mm Kopf von Sachtler, ein bisschen älteres Modell, aber ein sehr gut gewarteter und ein richtig leibender Kopf. Also das ist echt einer der besten, die ich je verwendet habe, muss ich sagen. Also die, nicht nur das Modell, sondern auch das Stück, das ich da selber habe. Und er passt super mit dem Beinen zusammen. Sachtler hat jetzt gerade neue Köpfe rausgebracht für die Flowtech. Die habe ich noch nicht testen können, aber ich bin mit diesem alten sowas von zufrieden, also ich liebe ihn. Dieses ganze System ist urleibernd, weil da einfach ein paar Sachen grundlegend geändert wurden, also bei den Beinen. Die erste Sache, und ich gehe das jetzt ganz kurz nur durch, ihr werdet das jetzt nicht so gut sehen, aber ich mag es euch einfach kurz zeigen. Die erste Sache ist, dass es da auf der Seite so einen Griff gibt, den kann man an- und abschrauben. Die Frage ist, wozu braucht man den? Man kann ja normalerweise da am normalen Kopfgriff das halten, aber der ist halt besser in der Balance und man kann das Stativ richtig gut so einfach tragen. Ist jetzt nicht nötig, ist aber eine leibernde Sache. Was dieses Stativ aber so besonders macht, ist eben dieses Flowtech-System. Das Stativ ist aus Carbon und es ist nicht wie normalerweise sind so Röhren, also kreisförmige im Durchmesser, sondern es ist eine zusammengequetschte breite Palatschinke oder sowas. Man sieht das da jetzt nicht so gut, aber es ist jedenfalls breit. Und die Auszüge sind, die anderen zwei Auszüge sind alle in den Hauptsäulen drinnen. Also du hast drei Auszüge insgesamt. Und das Spannende an der ganzen Sache ist, dadurch, dass sie das irgendwie verwindungssteif dadurch gekriegt haben, durch diese Form, haben sie nicht zwei Teile eben, sondern einen. Und sie können das anscheinend irgendwie anders fixieren, nämlich von oben. Wenn ihr schaut, sind da oben drei so Griffe rundherum. Bei jedem Bein und man öffnet da die Beine mit seinem Schnapp und dann kann man den Kopf hochziehen, also bei mir am Schoß funktioniert das jetzt nicht so gut, aber man kann dann die Höhe verstellen, man kann auch nur eins öffnen und dann seitlich verstellen, aber wenn man alle drei aufmacht, dann kann man es einfach größer und kleiner machen und man muss nicht runtergreifen, wie das normalerweise bei Stativen so ist, wo man dann für die zweiten Auszüge halt unten irgendwo so einen Schnapper oder irgendeinen anderen Entriegelungsmechanismus hat, sondern man kann das alles da oben regeln. Das ist insofern geil. Ich stelle es jetzt mal runter und zeige euch das. So, jetzt sind sie runtergegangen, jetzt passt. Ich kann es jetzt hier aufmachen. Schaut her. Na, tu es wieder auf die andere Seite. Ich kann es jetzt in der Höhe verstellen, natürlich auch, wenn ich es ausgeklappt habe und es breit ist, und dann einfach da zumachen. Und jetzt ist es fest. Und wenn ich jetzt eine Kamera drauf habe, dann brauche ich nur die Kamera oben kurz festhalten, die aufmachen und kann es jetzt zum Beispiel kleiner machen und dann dort wieder fixieren. Das heißt, ich kann mit einer Hand die Kamera halten, mit einer zweiten Hand das Stativ rauf und runter machen und habe nicht das Problem, wie normalerweise, dass ich das irgendwie dann gegenbalancieren muss, weil sich es verdreht, sondern ich kann alles oben greifen. Es ist alles oben zum Halten. Das glaubt man nicht. Aber das ist so leibend, das macht den Betrieb und das schnelle Höhenverstellen so viel einfacher. Das sind so Dinge, die merkt man erst, was man vermisst hat, ja, wenn es jemand erfindet und es dann sowas gibt. Also sehr leibend, sehr innovativ, echt super. Zusätzlich hat dieses Stativ auch da diese Knopf halt da, also diese Schieber, da kann man die Beine einzeln fixieren. Das heißt, man kann sie so einstellen, dass sie, wenn sie aufgehen, in einer gewissen, es gibt ja verschiedene Abstufungen, gewissen Abstufung hängen bleiben oder dass sie locker sind und man sie verstellen kann. Und dadurch kann man das Stativ extrem weit auseinanderkriegen und man kann sie jetzt so weit runtergehen, dass dieser Schraubmechanismus vom Kopf am Boden andockt. Also wenn man eine kürzere Schraube zum Fixieren unten hätte, könnte man noch tiefer runter, also bei mir ist es jetzt ca. so 8 cm Abstand vom Boden, was extrem nah ist. Normalerweise hat man immer so ein Babystativ noch gebraucht, wo man dann den Kopf drauf hat. In dem Fall kann ich von knapp 2 Meter bis rund auf 8 cm gehen mit dem Stativ. Das ist echt, echt leibend. Und man kann unten ganz normal noch schwenken, es hält und ist eben mit Alexa mit 15 Kilo oder so, also wirklich ein Wahnsinn. Zusätzlich habe ich bei dem Stativ jetzt nicht dabei so eine Mittelspinne, weil es ja eh von alleine blockiert, das geht ohne Mittelspinne. Ich habe mir aber dazu ausgesucht, Sachtler hat mich damals gefragt, was ich haben möchte, und ich habe mir die Bodenspinne ausgesucht. Normal bin ich kein Fan von Bodenspinnen, weil man dann halt im Gelände schlechter damit arbeiten kann, aber im Gelände nehme ich einfach die Bodenspinne runter, weil sie von alleine stehen kann.
Aber die Bohnenspinne, die ist extrem cool auch, da haben sie sich wieder was gedacht. Die hat solche Knöpfe zum Verstellen. Normal hat man da so einen Schraubradl und dann kann man die einzelnen Beine länger, also breiter oder schmäler machen. Aber bei der Bodenspinne sind so Knöpfe, die man reindrückt. Und dann, wenn man auslässt, dann fixiert es wieder. Das Coole daran ist, man kann mit dem Fuß drauf tappen auf den Knopf und dann einfach das Bein aus. Das heißt, ich habe das Stativ voll bemannt mit Kamera, kann an den roten, geht jetzt einmal hoch, dass ihr das seht, an diesen roten Henkeln einfach aufmachen, die Höhe einstellen. Und wenn ich dann breiter oder schmäler gehen will, drücke ich einfach mit dem Fuß wie auf ein Pedal drauf und kann dann dieses eine Bein ausziehen und dann klack, mit dem Fuß wieder runter und dann bleibt es so. Oder ich drücke drauf und schiebe es wieder rein und so kann ich das mit jedem einzelnen Bein machen. Das heißt, ich muss mich nie bücken. Ich weiß, ich schaue noch nicht so alt aus, wie ich eigentlich bin, aber bücken ist schon ziemlich anstrengend in meinem Alter. Ja, auf jeden Fall macht dieses Stativ den Alltag viel leichter. Man merkt das, wenn man sich halt nicht 20, 30 Mal am Tag bückt, wenn man irgendwas verstellt, sondern einfach nur zuck, 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 zuck. Man ist so viel schneller und es ist auch weniger anstrengend. Dieses ständige Ausbalancieren von schweren Kameras, während man das Stativ umstellt, das ist total nervig. Und wenn man keinen Assi dabei hat, der das dann immer hält, dann ist es dauernd so ein Kämpfen mit der Schwerkraft, ob das umfällt oder nicht. Und ja, mit dem hält das super toll. Das ist auf jeden Fall mein geliebtes Flowtech 100 mit dem Video 18 Kopf von Sachtler. Machen das jetzt wieder klein. Es ist auch eine ziemlich coole Platte drauf. Es ist diese Euro-Platte, heißen die. Das sind so Platten, da kommt die Kamera drauf und das wird dann einfach so zack oben reingeschnappt. Da habe ich mir am Anfang gedacht, das ist ja voll deppert, da kann man die Platte dann nicht verschieben zum Ausbalancieren. Aber man kann in dem Fall den ganzen Kopf verschieben. Der Kopf hat da vorne so einen Hebel und dann kann man die ganze Platte zurück und vor. Und so kann man dann die Kamera auch ziemlich gut ausbalancieren. Ich habe von diesen Platten mehrere. Ich habe eine auf meiner Schnellwechselplatte, also eine ist direkt drauf, eine ist auf der Schnellwechselplatte von der Alexa, eine ist auf meinem normalen Rig für eine C300, eine ist auf meinem EOS R Setup drauf, eines habe ich unten jetzt auf meinem kleinen Slider drauf. Ich kann klack, 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 klack alles hin und her geben. Das ist richtig leiwand. Ich denke, das war's, was ich euch zu meinen Stativen da erzählen kann. Es gibt dieses Flowtech ja, wie gesagt, auch in einer 75 mm Ausführung. Da ist es ein wenig kleiner, leichter und natürlich auch günstiger. Und ich denke, für alle Kamera-Setups, die nicht extrem schwer sind, also was jetzt nicht so eine richtige Production-Kamera ist, also wie so eine fette Ursa oder eine Alexa oder so, sondern was eher so kleinere Setups sind, so ich würde sagen so bis 6, 7 Kilo, ist das Flowtech 75 mit zum Beispiel einem FSB 8 von Sachtler wahrscheinlich so das perfekte Stativ, das es momentan gibt. Wie gesagt, die neuen Köpfe habe ich noch nicht getestet, die dürften da auch nochmal leiwander sein. Da gibt es einen 10er Kopf, ich weiß jetzt nicht, was der genau hat, ob der bis 10 Kilo dann ist oder so von der Balance. Ja, dieses neue System ist halt auch ganz cool, weil man da den Kopf mit seinem, also man muss ihn nicht anschrauben, sondern man hat seine Fixierung dafür. Und das Coole ist, es gibt da so Platten, das heißt, man kann diese Platten dann irgendwo draufschrauben und kann den ganzen Kopf verstellen. Und hat aber trotzdem die Möglichkeit, eine Kugel sozusagen zu haben, so eine Halbschale. Da haben sie sich auch was ganz Geiles einfallen lassen. Ja, ich werde auf sowas jetzt nicht upgraden aus zwei Gründen. Erstens, weil das schweineteuer ist und sicher sein Geld wert. Aber zweitens auch, weil einfach noch keine so großen Köpfe rausgekommen sind. Ich weiß nicht, ob das System da jetzt vom Gewicht her eingeschränkt ist, aber mein 18er Kopf, der kann halt viel mehr Gewicht nehmen als die schwersten oder stärksten Köpfe von diesem neuen System und daher werde ich auf jeden Fall bei dem bleiben. Aber das 75 mm System kann mich jedem, der auf der Suche nach einem guten Stativ ist, der auch bereit ist, dafür ein bisschen was auszugeben, kann ich nur wärmstens empfehlen. Das zahlt sich wirklich aus. Ich habe öfter schon überlegt, ob ich mir noch ein 75er System mit einem FSB 8 oder FSB 6 dazu holen soll und ich denke, das werde ich irgendwann auch einmal machen. Man muss sich das halt wirklich überlegen, weil das teuer ist, aber ich glaube, solche Sachen halten halt dann wirklich ein Leben lang. Also der 18er Kopf mit dem 100er Flowtech, wenn ich den nicht irgendwie komplett schlecht behandle, wird er die nächsten 50 Jahre noch gut funktionieren, hoffe ich. Das war's mit meinen Stativen. Das war's für heute bei Filmzeugs. Danke, dass ihr dabei wart. Ich freue mich über Likes und Abos. Natürlich, wie am Anfang schon angekündigt, auch über Kommentare. Und ja, ich melde mich natürlich gerne zurück. Eine schöne Woche. Tschüss und Baba.